würde das gerne aufheben, was da liegt. Vielleicht ist es was Cooles. Ich meine, ich finde es ja schön, dass die aus dem Spiel... Also, dass die einem nur eine Betäubungspistole geben, damit man die nicht tötet. Aber die Soundeffekte und die Tatsache, dass man dann Hundefell kriegt, sprechen irgendwie eine andere Sprache. Aber ja, ich bleib dabei. Die sind nur betäubt. Die droppen ihr Fell. Die werfen das ab. Als Schutzmechanismus und laufen dann weg. Nackt. So ist es wahrscheinlich. Wer weiß, ich glaube, in den Sümpfen von Louisiana gibt es seltsame Kreaturen. Wahrscheinlich auch Hunde, die als Schutzmechanismus ihr Fell abwerfen. Und dann weiterlaufen. Oder so. Wir müssen echt die Zielgenauigkeit erhöhen. Oh! Ah! Okay. Ich glaube, ich habe genug Hundefell. Na gut, den letzten Hund. Schnappen wir jetzt auch noch. Oh, der ist anscheinend robuster als seine Freunde. Aber nicht robust genug für Francis York Morgan, FBI. Da komm. Ups, das wollte ich nicht. Hey, jetzt muss ich nochmal kurz zurücklaufen. Wartet mal schnell. Da ist nämlich außerhalb der Map, also in dem Bereich, wo man angeblich nicht hingehen kann, mehrere Sachen zu plündern. Jetzt wissen wir auch, wo Nacktkatzen, genau, und Hunde herkommen. So passiert das. Es waren ursprünglich Wildhunde und Wildkatzen, die ihr Fell abgeworfen haben als Defensivmechanismus, weil sie von FBI-Agenten mit Gummigeschossen attackiert wurden. Das ist ein sehr spezifischer Schutzmechanismus. Nur wenn FBI-Agent mit Gummigeschossen kommt, machen die das. Deswegen kann man das so selten beobachten. Außer man ist FBI-Agent mit Gummigeschossen, dann sieht man es ständig. Die Natur ist schon voller Mysterien und Wunder. Thompsons Krebszucht. Sowas hätte ich irgendwie auch gern. Hey, Agent York, are you sure you really want to talk to this guy? Wahrscheinlich romantisiert man das zu sehr, aber so eine Farm, so eine kleine Farm irgendwo im Outback fände ich schon irgendwie cool. He kind of scares me. Patty, there's no need to worry. Just hide behind me and you'll be fine. Hey, Felix, danke schön. Es regnet wieder Bits. Oh, das war gleich ein dicker Bitbrocken. Chuck cool. Thompson. You were the first person to find Lisa's body, correct? I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. That's what everyone calls me. Agent York. Seems like he ain't in the mood for talking. Chuck Thompson. May I have a word with you? I'm looking for the one who fired the pistol at Heaven. You trying to say I gotta aim up to shoot because of my height? Hmm? Not at all. I was merely quoting the skeletal gentleman's oracle. That's a good Nasenhaar. Skeletal gentleman? Guck mal, pushy you ain't making a lick of sense. What do you all want, anyway? What do y'all come here to waste my precious time for? I'm currently running a race around town thanks to you, who fired the starting shot. The murderer and I are competing to see who can cross the finish line first. Unfortunately, the murderer got a generous head start on me. If he gets away from me, I'll lose. But if I can catch up to him, then I'm sure I'll win.
So please, Chuck, tell me, how did you find Lisa's body? Her body was hidden under a bridge on the bayou, very close to the Mississippi River. It's got to be at least a few miles away from your farm in this swamp, right? Oh, the Clarksons are the folks who gave me the damn permission to find Crawdaddy's here in the first place. Now, why the hell would I ever want to kill that little girl? Then what were you doing out there? You know, lately I've been seeing a queer boat around these parts. It ain't too big. Probably only holds 5 or 6, and it's got a deep draft. Assholes think they can just drive right through my turf, right through my dang crawdad farm. So you gave chase, which led you to Lisa's body? Yeah, that's right. Fucking poachers. Where did the poachers go? Oh, hell if I know. Fog was thick that day, thicker than usual. So I lose sight of them. The next thing I know, I'm under that goddamn bridge. Then I felt a chill run up my spine. And I knew. So I drove up to the bank and got out. And there she was, strung up on it there, altar. Did you know Lise personally? Yeah, I knew her a little. She never showed me no disrespect, unlike the rest of those damn Clarksons. They so rotten I can smell of them here, same as the shit at the bottom of this here swamp. Heavy, heavy. Yeah. There was a little better when their boy Lenny was still around. Lenny? Yeah. Leonard. PJ's son. He never showed me no disrespect neither. And he's the one who gave me permission to farm here. But... well, ever since he left home, his whole family's gone straight down the shitter. Lisa was the only decent one left. She was wise, just like Lenny. Ain't right, I tell you. Heavy, heavy, heavy. Now I'm done talking, goddammit. Now go on, get the hell out of here. Philip mentioned something about his son leaving home. That must be Lenny. Did you know about that, Patty? Everyone in town knows about it. By the way, Zach, do you remember what we saw when we were skipping stones? That boat with the dragonfly crest. Zach, no matter where we go in this town, we're constantly assaulted by information related to the Clarkson family. Just where is that skeletal gentleman trying to lead us? Warum sagt er uns nicht einfach, wer der Mörder ist? Dieser skeletal gentleman. Talismane freigeschaltet. Ich hab doch schon Talismane. We successfully found the one who fired the pistol at Heaven. Now we need to visit the White Hall of Beds. You know, Zach, it almost feels like we're orienteering here. Doesn't it remind you of our training in Quantico? Okay. Aktivieren wir erstmal den Schnellreisepunkt und dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Zum Beispiel, was der so im Müll hat. Kommt wirklich die Müllabfuhr bis hier hinten in den Sumpf und leert ihm aus oder schüttet er die einfach ab und zu in den Fluss wahrscheinlich? In die Alligatoren. Verfüttert da wahrscheinlich den Müll. Wer weiß. Kann ich da rein? Looks like a case of bad timing, Zach. Let's come back later. Ja, ich meine, der sitzt da. Kann ich hier eine Bootstour jetzt machen? Ich würde nämlich gerne eine Bootstour machen. Was ist das hier? Steinhüpfen spielen. Na, meinetwegen spielen wir Steinhüpfen hier. Gibt's hier eigene Belohnungen an der Stelle jetzt oder wie? Weiß nicht, schauen wir mal. Naja. Das kriegen wir besser hin.
Ach so, ich habe einmal irgendwo Gold geschafft. Ich habe überall Gold. Ich verstehe. Trotzdem werfe ich nochmal. Aber es ist im Grunde egal, wo man Stein skippen spielt. Es ist überall dasselbe. Na gut. Also es zählt alles zum gleichen. Kosten für Übernachtung? Ich übernachte nirgends. Ich habe nicht geschlafen. Ich bin wach. Montag bis Donnerstag, 13 bis 20 Uhr. Es ist 16 Uhr. Das wäre jetzt genau die Zeit. Es ist Mittwoch 16 Uhr. Das müsste passen. Aber wo? Vielleicht muss ich mit ihm nochmal reden? Das geht gar nicht. Schade. Ich hätte jetzt gern die Sumpftour gemacht. Kann man Feuer machen? Vielleicht geht das noch nicht. Vielleicht muss man das erst freischalten quasi. Muss ich nochmal kurz schauen. Ja, genau. Veranstalter Thompson Krebszucht. Das müsste eigentlich schon der hier sein, aber wahrscheinlich geht es noch nicht. So, jetzt müssen wir im Grunde eh bis nächsten Montag die Zeit totschlagen im Grunde. Weil sonst kriegen wir die Bohnen nicht. The Lord Hungers! Und wo ich Bienen finde, weiß ich nicht. Ich hätte noch 18 Stunden Zeit, um Killerbienen zu finden. Aber wenn nicht mal hier im Sumpf, im tiefsten Sumpf, Killerbienen sind. Ich weiß ja wirklich nicht, wo Killerbienen sind. Hier im Wald eher. Gibt es irgendwo ein dichtes Waldgebiet oder sowas? Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Wenn ich überall mit seinem Offroad-Skateboard skaten kann, ist schon cool. Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zach. And there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skateboard. We passed over the Lake Pontchartrain Causeway. Ah, Moment mal. Ich hab mir schon gedacht, wie kommen wir hier eigentlich wieder raus? So, kommen wir wieder raus. Wo ist er denn hin? Verschwunden. Killerbienen, wo seid ihr? Meint ihr, es gibt nur Nachtkillerbienen? Aber das macht gar keinen Sinn. Oder? Bienen sind doch nicht nachtaktiv. Hey Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand. And Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear... One lollipop, two lollipops, three lollipops. Don't mind me, Zach. This is how I wake myself up. Ich glaube, wir warten jetzt einfach bis Montag, weil ich weiß gerade wirklich nicht, was wir sonst machen sollen so lange. Wir waren ins Hotel. Und dann werden wir da einfach ganz so lang schlafen und ab und zu ein bisschen was essen und wieder schlafen. Und so schlagen wir uns jetzt die Woche um die Ohren, würde ich sagen. Ups, das wollte ich nicht. Weil ich wüsste nicht, was wir sonst machen die ganze Zeit. Mm-hmm.
Ich meine, heute ist es jetzt eh schon 17 Uhr fast. Halb 17. Da kann man schon mal zurück ins Hotel gehen. Finde ich. Den Tag mal beenden. Ich meine, vielleicht, wenn wir jetzt schlafen oder so, vielleicht ergibt sich ja noch irgendwas sogar. Keine Ahnung. Ah ja, jetzt wollte ich mal gucken. Ah ja, jetzt geht's. Jetzt können wir Skateboard-Upgrades an unseren Altar anbringen. Körper-Upgrade, Waffen-Upgrade, Skateboard-Upgrades. Wir haben sogar eins. Haltbarkeit plus zwei, na meinetwegen. Ein Skateboard-Schrein. Auch nicht schlecht. Ah, warte mal. Und da unten Minispiel-Upgrades. Da haben wir auch eins. Timing-Spielraum plus 2. Cool, schätze ich, oder? Können wir vielleicht morgen gleich besser bowlen. Jetzt gehen wir mal duschen. Das haben wir uns verdient. Nachdem wir so viel rumrepariert haben. Naja, dann ab ins Bett. Es ist zwar noch früh, aber was soll man machen? Einfach mal 16 Stunden im Bett liegen. Oh, das klingt cool. Ich würde auch gern einfach mal wieder 16 Stunden das Bett nicht verlassen. Man muss ja nicht mal schlafen, aber einfach nur... Ich mache irgendwann mache ich das wieder mal. Hi, Desert Railgun. Na gut, ist jetzt auch nichts passiert nachts über. Jetzt sind wir wahrscheinlich ziemlich hungrig. Genau. Gehen wir mal essen. Ich glaube, genauso werden wir jetzt die Tage bis Montag verbringen hier im Spiel. Das hilft ja nichts. Einfach schlafen, 16 Stunden lang essen und wieder schlafen. That's what I'm talking about. Das ist ein Leben. You can't get fine eating like so make sure. Ich glaube, wir haben über 2000 Dollar. Wann ist denn das passiert? Im Bett Fernsehen und zocken. Ja, genau. Und dann immer wieder so ein bisschen nice, eindösen. Mister. Next time you get a hankering for old-time Creole food, just stop on by. Und wieder schlafen. Das machen wir jetzt wirklich. 24 Stunden ist das längste, dass ich schlafen kann. Wahrscheinlich, wenn ich aufwache, bin ich eh verhungert. Wirklich, wir sind wirklich am Verhungern. Also, dass er gleich wortwörtlich verhungert, nur weil er 24 Stunden gepennt hat. Naja. Vielleicht leicht übertrieben. That's what I'm talking about. You can't get so make.
Thanks, Miss. Next time. Jetzt muss ich mal gucken. Nicht, dass ich... Aber es stimmt schon, oder? Es war schon... Rote Bohnen mit Reis. Das steht jetzt nicht dabei, aber sie meinte, das gibt's nur montags, ne? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Okay. Dann machen wir weiter. Jetzt ist Freitag. Okay. Dann verbringen wir noch das Wochenende hier im Hotel. Vielleicht geht's ja. Ich könnte es mir vorstellen. Wisst ihr, was wir machen? Ich schlafe jetzt mal 48 Stunden. Weil während ich schlafe, verhungere ich wahrscheinlich nicht. Hoffe ich. Oh, jetzt sind wir unbepflegt und übel riechen. Schau mal, wir haben wieder Fliegen. Ja, es gibt doch wieder Fliegen. Sehr schön. Und jetzt gleich wieder ins Bett. Schlafen wir gleich bis Sonntagmorgen durch. Wenn das funktioniert, schlafen wir jetzt gleich bis Montagmorgen. Moment, ich schaue vorsichtshalber kurz. Es ist Sonntag, genau. Machen wir es so. 23 Stunden. Dann können wir jetzt duschen, essen, uns umziehen und dann Bohnen kaufen. For the Lord Huggers! Oh, wir haben schon ein ganz schönes Rudel Fliegen hier. Nicht schlecht. Bärtig sind wir auch schon ein bisschen. Naja, jetzt sind wir quasi fast eine Woche nur im Bett gelegen. Mit Anzug natürlich. Ohne uns irgendwie zu bewegen. Da glaube ich schon. Ach, guck mal, wenn ich dusche, wird da auch der Anzug sauber davon? Das ist ja seltsam. Wirklich jetzt? Oder wie? So gut wie neu, tatsächlich. Ich glaube, ich habe mit der Dusche quasi freigeschaltet, dass man... ich gehe anscheinend mit Anzug duschen. Oh, wir haben ganz viele neue Verästelungen. Beste Freundin, Tochter von ihm, die Skaterfrau. Raven Yahoo, die von vom Fahrservice. Und die Person, die die Leiche gefunden hat. Der Clawfish-Farmer. Chuck Thompson. Genau. Okay. So, dann schnell was essen, bevor wir verhungern. Das heißt wirklich, wenn man die Nebenquest mit dem Duschen macht, kann man sich im Hotel immer sauber machen. Keine Reinigungskosten, man braucht keine Fusselrolle oder Dios oder sowas. Praktisch. You can give to make. So, nochmal den Meeresfruchtteller. Das war jetzt aber auch teuer. Wir haben jetzt schon ein paar tausend Dollar. Nicht ganz, aber fast tausend Dollar, glaube ich, quasi aus dem Fenster geworfen. Einfach thanks, nur fürs miss. Schlafen next im Hotel. Time. Aber hilft ja nix. Für was haben wir es denn? Dafür können wir jetzt Bohnen kaufen. Ui! Wo ich Reis herkriegen soll, weiß ich zwar leider immer noch nicht. Aber vielleicht haben wir irgendwann mal Glück. Vielleicht finde ich ja mal irgendwo Reis oder so. Wahrscheinlich schalte ich, wenn ich ihr die Zutaten bringe, nur so eine Art Supergericht frei, das uns quasi wach und satt macht gleichzeitig. Dann müssen wir nie wieder schlafen. Und nie wieder was anderes essen. Vielleicht.
Oh yeah. Okay. Bohnen kaufen, M29. Los geht's, wir sind gleich ums Eck eigentlich da, ne? Moment, ich glaube, ich fahre irgendwie falsch. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Ach, das ist doch die, Wyvern-Frau. How's the investigation coming? Must be going well if you're on the case. Was ich hier mache? Na, PR. Hier auf dem Land sind TV-Spots so gut wie nutzlos. Da muss man sich schon ein bisschen mehr ins Zeug legen. Mit ein bisschen Oldie-Mucke und Flyern macht man auf keinen Fall was falsch, glaub mir. Na gut. This town sure is peaceful, Zach. Zach, it appears to be closed. Oh. Let's come back during business hours. Die machen erst in einer halben Stunde auf. Na dann. Tauchen wir schnell eine. Pflaster kann ich eigentlich auch brauchen, kleines. Ja, genau, warum nicht? Wir haben eh zu viel Zeug im Inventar. Okay, passt.